Hi, Gude und herzlich willkommen zurück im LS22 auf der Altenstein. Ja, in letzter Zeit war es etwas ruhig, aber Umzug ist geschafft. Jetzt haben wir natürlich hier im Haus natürlich auch noch ein bisschen was zu tun, aber. Stopp. Aber jetzt soll es besser werden. Jetzt soll es aufwärts gehen. Das heißt, es kommen auch wieder regelmäßiger oder regelmäßig Videos. Vorerst mal nur von der Altenstein. Hof Bergmann LS17 müssen wir dann nächstes Mal wieder aufnehmen. Und so, der ist endlich auch mal wieder etwas ansehnlicher. Und 22er Hof Bergmann, muss mal gucken. Da weiß ich schon nicht, wie es weitergeht. So. Den Eicher stellen wir mal schön rein, auch wenn wir Juni haben. Der ist weg. Hat die Aufnahme schon mal gestartet, aber ich wollte Geld verdienen und wollte sagen, hier fällt Kuppern und Geräte ausleihen. Schwuppdiwupps war der Auftrag weg. Deswegen machen wir das mit dem eigenen Gerät. Das hat hier nicht so ganz funktioniert. Warum auch immer. Aber das ist auch kein Problem. Dann habe ich natürlich noch was Schönes gefunden. Schöne Produktionsgebäude, die interessant sind für uns. Die wollte ich dann auch platzieren, aber ja, da die alten Steine ganz so eben ist, hat das ganz schön am Terrain rumgehupst. Ja, ich denke, die werde ich mir so einbauen, dass die ordentlich und schön stehen, ohne dass der ganze Boden oder das ganze Terrain da verschoben ist. Das werde ich allerdings erst die Tage machen. So, wo ist denn überhaupt Feld 1? Mal stoppen hier. Haben wir einen Auftrag angenommen hier und wissen gar nicht, wo das Feld ist. Ach, da unten. Okay. Und wir müssen ja auch zwei Felder noch kuppern von uns und da können wir das eins ja gerade mitnehmen. Der schadet ja nix hier. Meine Erntemission war ja ruckzuck weg. Die wollte ich eigentlich ganz gerne mitnehmen, aber wupp. Da war jemand anderes schneller. So, Feld 1 sind wir schon dran vorbei. Und ihr sagt nix. Und gesagt, bei der Hof Bergmann muss ich gucken, da ist ja auch jetzt ein Update gekommen. Schauen wir mal, wie es da so weitergeht. Fahr einfach vorbei, Ente. Ja, Verkehr, danke. Jetzt könnt ihr aber mal bitte einen Augenblick warten. Nur einen kleinen. So, wie geht doch hier? So, nehmen wir unseren großen IH. Wenn wir jetzt ordentlich fahren würden, wäre es perfekt.
kommen Steine hoch hier, aber wie viel hier? Da haben wir ja mit unseren Böden ja Glück. So, eigentlich müsste er. Ja. So, fahr mal mit Hilfe. Fahr mal wenigstens gerade Bahn. Ja, unser Kontostand ist ja auch nicht so hoch. Diesel brauchen wir demnächst. Ich meine, wir verkaufen bestimmt demnächst wieder was, aber bis das soweit ist, könnten wir etwas Geld gebrauchen hier. Hier im neuen Aufnahmezimmer ist es aber ganz schön warm hier. Noch teile ich mir das mit Isa, aber da wird dann im Laufe der Zeit jeder noch sein separates Aufnahmezimmer bekommen, dass wir da etwas flexibler sind. Ja, Auto. Die Ente hat Angst. Oh. Die gelben Autos wieder. Aber dass die jetzt wieder alle fahren, wenn du arbeiten willst. Ja gut, Feierabendverkehr. Mal ganz schnell vergessen hier. Jetzt aber. Aber im IH geht's. Und dann gucken wir mal, was wir so nach der Erntesaison alles an Geld gemacht haben. Ein, zwei Felder wären vielleicht nicht schlecht. Wir wollen hier in die Pferdepension einsteigen. Dazu muss der Arbeitsplan nochmal überarbeitet werden, weil da brauchen wir auch Hafer. Und ja, mit den Feldern. Also mit den neuen Produktionen einbauen. Das ist einmal eine Produktion und einmal eine Futtermischanlage. Dass die zwei Riesendinger wegkommen. Da muss man erstmal gucken, was da drin ist. Dass wir das nicht verlieren, zum einen und zum anderen. Also, es sind schöne kleine Gebäude, was wunderbar zu Altenstein passt. Schöner wie die jetzigen Futtermischer. Und zum anderen, der Schweinefuttermischer braucht andere Sachen. Also da muss ich schon mal gucken, was der alles benötigt. Und dann müssen wir halt unseren Anbauplan etwas ändern. Aber es sollte auch kein Problem sein. Ich weiß gar nicht mehr, das hat ich zwischendrin geguckt, von wem der ist, der Mod. Aber wenn der dann eingebaut ist, dann gucken wir uns das in Ruhe an und dann passt das ja wunderbar. So, dann haben wir auch schon 40% hier. Ja, nicht zu hupen, alles gut. So, das Schild nicht umfahren. Sonst kriegen wir gleich wieder Post vom Bürgermeister. Das wollen wir ja auch nicht. So, dann werden wir die Ecke da oben gleich als nächstes gruppern.
So, runter damit. Und dann passt das. Da hier nichts angepflanzt ist, ist das doch wunderbar. Kann man hier schön drehen. So. Sollte mal weit genug sein. Boah, reicht gerade so für rum. Ja, ist ein schon großer IH. Der hat schon einen Wendekreis hier. Aber da fehlt mir so ein bisschen der Frontlader dran. Dann wäre der universeller einsetzbar. Aber gut, man kann nicht alles haben. Ja, sollte man auch nicht so oft machen hier. So eine Kurvengruppe, das geht, aber geht aufs Material. So. Heute gar keine Kirchenglocken unterwegs hier. Hört man auch selten. So, einmal rum. Das sieht doch gut aus. Und vor allem für das bisschen Arbeit, 500 Taler, da kann man sich, denke ich, nicht beschweren. Das ist ein guter Preis. Und das nehmen wir natürlich mit. Also bei unserem Kontostand können wir das sehr, sehr gut gebrauchen hier. Und ich will mal gucken, vielleicht kommt hier noch die ein oder andere andere Mission. Dann nehmen wir die natürlich auch noch mit, weil können wir alles gut verwerten. Einmal gibt's Geld und dann können wir vielleicht auch unser Silo ein bisschen auffüllen. Oder wir geben alles ab. Und dann fährst du extra wegen drei Krümel hin, kriegst du mehr Geld und sag mal's. Wir kaufen uns dann Futter, was wir brauchen. Was natürlich auch nicht schlecht ist. So, und da sind schon 91% fertig hier. Die Autos haben sie alle wieder Angst hier. Kaum ist der Traktor größer, da machen sie ein bisschen langsam. So, da zwei Bahnen, drei Bahnen und da ist der fertig. Da haben wir dann schon mal gleich Geld verdient. Hier geht es ganz schön runter. Auf die Bahn will ich. Ja, ich weiß, dass ich keinen Zugang zu dem Land habe. Alles gut. Man merkt, es ist Bayern, es sind halt Alpen, es sind halt Berge. Zu spät abends. So. Einmal nach vorne, runter und Attacke. Letzte Bahn.
Einmal hoch. So, sonst rollt der. Und zack. Abschließen. Da müssen wir Ballen pressen. Ja, mit den Lohndienstleistungen müssen wir gucken, dass wir die ein oder andere übernehmen. Außer dem Geld heißt das ja, dass wir das Land günstiger kriegen, ne? Also es ist ja nicht so, dass wir das aus Spaß an der Freude machen. Hat ja auch einen Hintergrund, damit wir zukünftige Felder günstiger kaufen können. So, Klinker kann aus. Und jetzt fahren wir noch zu unserer zukünftigen Wiese hier. Im Herbst müssen wir auch mal unsere Schlepper reparieren. Hier links müssen wir auch noch kruppern. Aber erstmal will ich hier die Wiese haben, damit wir hier im Herbst noch Gras runterkriegen. Da weiß ich schon nicht, ob ich Silage haben will oder Heu nochmal mache. Gras sollte eigentlich reichen. Wahrscheinlich machen wir Silage. Aber das wird dann die Zukunft zeigen. Aber das soll es für heute wieder gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.